Das sind die Top 5 News des Tages. Teuerungshammer für 72.000 Schüler. Die horrenden Preisteuerungen und die Inflation zwingen sogar Schulen in die Knie. In rund 300 Schulen könnten Energiebeiträge eingefordert werden. Jetzt rücken erste Details zum tragischen Unglück des in Österreich registrierten Privatjets ans Licht. 4 Stunden lang flog die Maschine quer über Europa. Ein Kampfjet bemerkte den führungslosen Flieger und begleitete ihn bis nach Frankreich. Auf Funksprüche gab es keine Reaktion. An Bord waren 4 Personen. Ausgetippt. Ab Oktober ist der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp auf vielen Smartphones nicht mehr nutzbar. Das betrifft die Betriebssysteme iOS 10 und 11. iPhone-Besitzer müssen also künftig ein Smartphone nutzen, das mindestens über iOS Version 12 verfügt. Lass den Kopf nicht hängen. Laura Müller verschickt kostenpflichtige Videogrußbotschaften. Satiriker Jan Böhmermann bestellte eine der Videobotschaften und spielte diese bei der Live-Aufnahme seines Podcasts Fest und Flauschig vor. Klimafreundlich zur Champions League? Nicht mit Mbappé. Vor dem Champions-League-Auftakt bei Juventus Turin wurde Superstar Kylian Mbappé gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, mit dem Zug nach Italien zu reisen. Der PSG-Stürmer brach daraufhin in Gelächter aus. In Frankreich kam der Lachflash nicht besonders gut an.